Servus und grüß euch bei einer neuen Folge Mensch Konstantin. Ja, es gibt wieder was zu erzählen. Was werdet ihr natürlich jetzt in dieser Folge erfahren? Ich steige ein, denn es wird kalt in der Werkstatt und das ist so mein erstes Thema. Wie heizt ihr eure Werkstatt? Das ist nämlich so ein Phänomen. Meine Werkstatt ist im Sommer permanent warm. Also es hat eigentlich immer so zwischen 25 und 28 Grad gefühlt. Ich habe einmal gemessen. Also ich kann es nicht genau sagen. Jetzt ist es hier gefühlt 18, 15, 12 Grad, ich weiß nicht, muss man mal ein Thermometer holen. Bei meinem ortsansässigen Fachhändler habe ich mir hier so einen kleinen Industrielüfter geholt. Nachdem er, Industrielüfter, so ein kleines Teil. Ja, das Ding heizt für 40 Quadratmeter. Und das ist echt der Hammer. Also das Teil heizt dermaßen. Ich habe, seht ihr, T-Shirt, habe hier unten kurz eingeheizt. Das läuft der Laser, deswegen habt ihr das Summen an eurem Hintergrund. Das Ding lief, boah. Ich würde sagen, eine halbe Stunde, währenddessen ich hier was gemacht habe. Und es hat hier wohlig warme, würde ich sagen, 24 bis 25 Grad. Also das ist wirklich toll. Ich werde mir mal ein Thermometer besorgen und werde das hier in der Folge noch mit einblenden dann. Ich besorge mir ein Thermometer und das habe ich gemacht. Ich habe mir hier eins reingehangen. Und jetzt gucken wir mal, so den Tiefstwert. Was war das? Max 22,9 Grad. Ja, das ist schon ordentlich. Da war es wahrscheinlich ausgepackt oben. 17,2. So, und jetzt schreibt man mal dieses kleine Mega-Gebläse an und gucken einfach mal dann so eine Viertelstunde. Also wir haben es jetzt Viertel vor 8. Gucken um 8 mal, wie warm es ist, aber Viertelstunde. Also bis gleich. So, es ist jetzt genau 20 Uhr, also Viertelstunde später. Und wir haben jetzt hier gemessen auf der Werkbank 20,4 Grad. Also das lässt sich aushalten. Also diese kleine Powerheizung bringt echt was. Also super geil, kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall, das würde mich interessieren, wie heizt ihr eure Werkstatt? Es gibt ja viele, die haben so Infrarotpanels oder so Boards oder Gas, also so, sowas mit Gas beheizt. Das würde mich interessieren. Schreibt mal in den Kommentaren, wie heizt ihr eure Werkstätten auf? Oder Garagen oder Stodel oder was ihr macht? Oder friert ihr? Also zieht euch lieber dick an und sagt keine Heizung. Das ist eine interessante Frage, weil ich bin eine rechte Frostbeule. Und mich interessiert, was macht ihr so da draußen? Wie heizt ihr eure Werkstätten? So, ja, und hier ist auch schon das neueste Familienmitglied in der Werkstatt. Kann man das Familienmitglied? Gebt ihr euren Werkzeugen Familienmitgliederstatus oder Namen sogar? Muss ich jetzt mal überlegen. Also ich muss überlegen, ich habe ein Werkzeug und keinen Namen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also Werkzeug hat einen sehr hohen Stellenwert in einer Werkstatt. Und das ist jetzt so für mich ein neues Familienmitglied in der Werkstattfamilie. Ja, der lasert hier gerade einen Schwibbogen aus für einen Stodelbastler, denn der schafft es auch, wenn er nicht da ist, dass er bei mir einen Dreck produziert im Laser halt. Aber so ich gern. Also für die Stodelbastler, da wird gerade der Schwibbogen gemacht. Ich bin gerade dabei, etwas Neues für mich und eine Branche zu entwickeln. Aber dazu mehr, wenn es spruchreif ist. Viel gibt es jetzt darüber zu sagen. Ihr habt das Video gesehen bei Mr. Beam. Wenn nicht, verlinke ich euch das mal hier. Das ist ein Lasercutter und Gravierer. Super geiles Teil, mega klasse Software. Und wer mehr wissen möchte, guckt einfach die Videos von Mr. Beam, kommen von mir und sind hier überall verlinkt oder auf dem Kanal von mir zu finden. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung, denn da gibt es einiges an Neuerungen. Ja, was gibt's Neues? Ihr seht schon, hier ist kein Regal mehr, hier ist keine Dachbox mehr, hier ist kein Fahrrad mehr. Das wurde hier. Ich bin so. So, wir annehmen. Komm her, ja. Okay, hier. Alles klar, ja, neue Bester Mann! Hab ich jetzt echt im Video mit einem Besen gekämpft? Ah. Leute, es ist spät, wir haben 10:30 Uhr nachts und wir fangen einfach nochmal neu an. Ja, das ist die neue Wand. Ihr habt es eigentlich gesehen, muss umgebaut werden. Keine Dachbox mehr, kein Fahrrad mehr. Was war noch? Schlitten? Ach, ich weiß gar nicht, was alles da. Jedenfalls, warum French Cleat? Immer wieder höre ich es. Warum French Cleat? Ja. Aus dem Grund, das hier auf der Kamera, der Halter, der basiert auf einem French Cleat Halter. Das heißt, ich kann mir die Kamera hier hinbauen, ich kann sie mir hier hinbauen, ich kann sie mir ganz nah an die Säge ranholen. Und das ist genau das Entscheidende. Ich kann hier in der Werkstatt 360 Grad mir diese Kamera positionieren. Und das ist so mega geil, weil das ist ein Clip. Und zwar habe ich da so eine Sicherung gemacht, kann ich euch mal das Video verlinken, wie ich das gemacht habe. Und das ist total easy. Nimmst du mit Kamera hin, hängt das Teil so. Mega praktisch und deswegen
French Click. Und natürlich müssen Halter ran. Und das andere, diese Ecke hier ist freigelassen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Die ist frei. Die ist bewusst frei, denn hier kommen Zwingen ran. Und Zwingen brauchen Platz und Halter. Habe ich oben zwei Halter hingemacht, damit es einfach nochmal zusätzlich hält. Aber ansonsten kommt hier ein riesen Zwingenregal hin für meine ganzen Schrauben und Einhandzwingen. Die sind dann hier aufgeräumt. Ja, ihr seht schon, also ich bin hier mega flexibel, denn ihr könnt jetzt einfach mal von da oben und ich kann natürlich auch hier ranzoomen, rauszoomen. Also zum Video machen ist das wirklich ideal, so eine French Cleat-Wand, wenn man so einen Halter hat für die Kamera. Mein Gott. Ja, da sieht man auch mal von oben den Staub und wo man sauber machen muss. Aber das soll jetzt ein Thema sein, sauber machen. Ja, die Wand ist natürlich fertig und es ist super funktional. Ihr seht, es ist mega und ich finde es mega, es ist ja meine Wand. Ob es euch gefällt, ist so eine andere Sache, weil es gab gemischte Meinungen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen, wovon ich spreche, denn ich habe da den ganzen Prozess immer wieder und immer wieder beschrieben, würde ich nicht sagen, sondern ich habe ihn immer wieder gezeigt, weil ich habe Schritt für Schritt, wie ich die ganzen Pixel angeordnet habe, die Schriftzüge und, das habe ich alles da bei Instagram gezeigt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt auf Instagram, dann guckt doch mal bei Instagram vorbei. Super kleiner Channel von mir, wo ich immer wieder zeige, was ich euch nicht hier in den Videos zeige. So, jetzt ist es... Bockel doch mal so. Jetzt wäre das aber richtig geschert oder unfair euch gegenüber, wenn ich natürlich sage, oh, nur die auf Instagram nichts mit. Ich habe es ja gefilmt. Und ich habe genau gefilmt, die Emotionen nach dem Fertigstellen der Phase 2 und das war hier praktisch, wie ich es gestrichen habe. Also wie ich alles fertig hatte und sagte, ja, so gefällt es mir. So muss es sein. Und dann durch die Leisten ran. Und das ist so ein richtig schönes Leuchten bei mir. Und deswegen möchte ich euch das wieder zeigen und deswegen blende ich das jetzt einfach mal für euch ein. Genießt es, denn ich fand es mega geil, wie diese Wand fertig war. So, in der Werkstatt hat sich einiges getan. Laserumbau, ja. Wandneugestaltung, ist es Platz in der Werkstatt? Und warum Platz ist oder für was Platz ist, das zeige ich euch jetzt mal. Bin ich mega dabei. Ich habe die Wand künstlerisch neu gestaltet. Das ist so ich. Diese Wand ist ich. Also sie ist sie fix normal. Sie ist schier. Sie ist ein Klump. Sie ist meine Wand. Das ist mein Kunstwerk, mein Highlight. Das ist so geradlinig, Symmetrie, wie ich es mag. Und trotzdem, es darf mal schief gehen. Es geht, ach, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, das bin ich. Wer mich kennt, weiß es und sieht die Wand. Der Konstantin. Das andere ist, da kommen jetzt noch die ganzen French Cleat-Leisten noch hin, die kommen noch circa bis daher sowas. Weil hier kommen dann Zwingen ran, aber hier ist nochmal Arbeitsfläche und ich brauche sie hier für die Kameramontage. Deswegen, sonst kann ich ja hier nicht schwenken. Nee, und das ist jetzt die Wand. Ich finde es mega gelungen. Schreibt unten in den Kommentaren, wie findet ihr, wie ist es geworden, die Wand? Wirkt doch mega, oder? So, ja, jetzt ist meine schöne French Cleat-Wand, Kunstwerk etc. C-Fix-Wall, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, fertig. Also ich habe es jetzt nochmal mit Hartwachs übersiegelt. Hat damit zu tun, weil die Wand da drüben, die sind auch versiegelt und die Leisten, das Holz dunkelt einfach nochmal leicht nach, ist geschützt. Ja, und jetzt wirkt es auch so, wie ich es haben möchte. In den Hintergrund rückt ein bisschen das Kunstwerk, sag ich mal. Ich werde mir noch was einfallen lassen, auf die Leisten vielleicht noch ein paar kleine Züge drauf zu sprühen, das weiß ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt, das muss ich auch für mich wirken lassen. Aber auf jetzt muss ich sagen, finde ich es Bombe. Die Wand ist fertig, ich habe da oben zwei Leisten durchgezogen, also die gehen hier bis wirklich ganz hinten rauf. Die sind durch, einfach weil da hinten so das Zwingregal und das möchte ich nochmal mit French Cleat einfach sichern, weil es einfach besser hält. Ja. Schreibt mal nach unten mal in den Kommentaren rein, wie ihr die Wand findet. Ich finde es mega geil und ihr seht es bestimmt in den nächsten Videos dann bald. So im Hintergrund den Konstantin. Haha! Ach, findest du jetzt? Hä? Am Essen brauchst du nicht filmen. Komm, schwenkt weg. Spinnt denn der einfach beim Essen? Filmen. Ja, geht gar nicht. Also, aber muss also. Essen ist wichtig. Anderes Thema. C-Fix-Kalender. Ich weiß nicht. Also das leidiges Thema Instagram, YouTube, wer mir nicht folgt, verpasst was. Und zwar habe ich da eine eigene Rubrik, das ist der C-Fix-Kalender. Das Jahr ist bald rum, das ist da wirklich nicht mehr lang. Und ich habe letztes Jahr den geschenkt gekriegt. Das ist ein mega geiler Kalender, wo lauter Schimpfwörter, Flüche drin sind oder umgangssprachliche Floskeln, die man in Bayern so sagt. Und da hat man zum Beispiel letztens einen Schnurrzapfen. Da gehen wir ein bisschen kurz drauf ein, gehe auf ein kleines Beispiel. Das sind 15 Sekunden, ja immer bloß bei Instagram. Und
ich finde es mega geil, so diese bayerische Sprache ein bisschen weiterzugeben. Kommt auch richtig gut an, und jetzt ist meine Frage an euch. Soll ich irgendwie so eine Rubrik einbringen, auf meinem Kanal natürlich, wo sonst, hier auf meinem Kanal, dass ich, was ich, Konstantin Traditional Bavarian, aber na, nix Traditional Bavarian. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie man es nennen kann, aber soll ich sowas wie diesen Kalender, was ich da gemacht habe, so mit Wörtern und alles, dass ihr wisst, von was redet er, was ist ein Kreuzkruzifix, was ist ein Euder, was ist, soll ich ein bisschen darauf eingehen, so eine Erklärstunde mit Konstantin der bayerischen Sprachkultur. Schreibt mal unten in den Kommentaren bitte was dazu. Würde mich wirklich interessieren, einfach mit dem Hashtag bayerisch. Oder Hashtag bayerisch, ja, das ist gut. Hashtag bayerisch, und schreibt mal was dazu, dann kann ich es rausfiltern, was ihr dazu sagt, ja, nein, vielleicht. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ob ich es dann mache, dürft ihr entscheiden. Da arbeite ich mit euch, der Community, zusammen. Ja, also ich finde es geil. Ihr könnt natürlich auch gucken. Könnt ihr auf Instagram gucken, was macht denn der? Dann seht ihr es. Aber ich will jetzt schon nicht Werbung auf Instagram. Also, ist ja Schmarrn. Ja, warum rennt der Konstantin hier schon mit der Weihnachtsmütze rum? Ist ganz einfach, denn ich drehe schon die Weihnachtssachen vor. Und zwar jetzt aktuell. Also das ist jetzt gerade Oktober. Nee, Krampf, November. November haben wir schon, also es ist eh schon fast Weihnachten wieder. Ja, und da ist natürlich auch ein Weihnachtsvideo fällig, beziehungsweise ich habe eine ganze Serie für euch, also keine Fernsehserie, eine YouTube-Serie für euch am Start. Und, das ist wichtig, ich bin schon am Erarbeiten für euch wieder für ein super geiles Nikolaus-Special vom Fleischtitan, also einem meiner Partner. Mit denen arbeiten wir wieder was aus. Da hat man letztes Jahr eine Bombenaktion für den Mirka. Also ihr kennt meinen Mirka vielleicht, ich liebe ihn. Und jeder, der ihn hat, liebt ihn auch. Also ich kenne keinen, der sagt, oh der Deros, nee du, der war nicht so gut. Also geiles Teil, da sind wir wieder dran, ein mega Angebot für euch zu schnüren. Aber wenn es soweit ist, erfahrt ihr mehr, wie immer, auf Instagram oder hier dann auf YouTube in den Mensch Konstantin News. Ja, und jetzt würde ich sagen, habe ich noch ein anderes Thema, denn mir fällt gerade ein. In den letzten News, in den letzten Mensch-Konstantin-Video, da war doch was, oder? Maker-Coins? Oder? Da war doch noch was. Da habt ihr doch geschrieben, Maker-Coins und Schleifpapier. Ich würde sagen, das lösen wir mal auf. Und dazu gehen wir mal an die Werkbank. Ja, so kann es gehen, dass ein paar Monate oder Wochen ins Land streichen, mal halt was nicht verlost. Und zwar hatte ich ja hier einmal diesen Baitbot und ich glaube 320er war es. Genau, ein 320er Schleifset. Exakt, also hier so ganz normale 150 mm, ja genau, 150 mm, haben die Leute echt fleißig kommentiert, also habt ihr fleißig kommentiert, und ich habe natürlich die Gewinner ausgewählt. Bei den Maker Coins habe ich gesagt, die 5 ersten habe ich gemacht. Ich blende jetzt einfach mal die ganzen Gewinner ein. Ja, und für das Schleifpapier habe ich mir auch jemanden ausgewählt. Fand ich cool, was er geschrieben hat, fand ich einfach interessant, das mit seiner neuen Maschine, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich eine neue Maschine kauft, hatte ich selbst. Man kauft die Maschine voll euphorisch, und was stellt man fest? Das Schleifpapier hat man vergessen, weil das ist nämlich nochmal ein eigenes Investment, das man dann nochmal aufbringen muss. Und deswegen möchte ich es einfach unterstützen. Du kriegst hier dieses Paket von mir. Also bitte schreibt mir alle, ach ja genau. Der Baitbot natürlich auch hier und nochmal einblenden, sonst vergesst du den ja. Das waren die Maker Coins. Also hier, du hast diesen Baitbot gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, und gewonnen kann man das sagen, also ich schenke es euch einfach. Bitte schreibt mir an diese E-Mail-Adresse einfach eure Adresse. Ich bin der und derjenige aus den Kommentaren, damit ich es zuordnen kann natürlich. Weil wenn ihr natürlich einer ewig schreibt, dann kann ich natürlich sagen, hey, kann ja jeder sein. Also schreibt euren Benutzernamen dazu. Und natürlich eure Adresse. Und dann schicke ich euch das auch kostenfrei zu. Ja, und ansonsten mache ich es mir mal auf meiner Werkbank bequem. Gibt es eigentlich gerade nichts mehr. Weihnachten steht vor der Tür. Das Weihnachtsgeschäft wäre damit zu tun, hat ordentlich zu tun. Ich bin hier. Seht ihr schon am Lasern? Könnt ihr euch mal gucken, wie es ausschaut. Und dann beenden wir die Folge, würde ich sagen. Gucken wir mal schnell rüber. Das sieht ja gut aus hier. Schöne Schwibbogen. Macht der gute Mr. Bean. Der Strudelwasser ist ein Dreckbier, selbst wenn er nicht da ist. Wahnsinn, nur am Dreck machen hier. Mensch Leute, ich hab was voll vergessen. Ich hatte Besuch, und zwar war der Walde mal von Crack Toys bei mir. Vollkommen vergessen. Ja, ich bin jetzt voll auf Crack. Also Crack Pocket Hole System. Hat er mir gezeigt.
war ich sehr skeptisch, vor allem Schreiner, so oh, klassische Verbindung. Muss ich aber sagen, hat er mich überzeugen können. Und wie er das geschafft hat, das seht ihr jetzt. Also ich gebe ab zum Konstantin. Servus, das ist der Waldemar von Hallo. Crack Tools. Wer noch nicht kennt, Instagram, oder? Instagram-Kanal. Crackcheck.de, genau. Ansonsten, wir gucken mal, was der Waldemar dabei hat, weil ich bin nämlich noch einer, der nicht auf Crack ist. Und lass mich jetzt mal so inspirieren. Mal schauen, ob er mich überzeugen kann, nicht als alten Schreiner. Schauen wir mal, warte mal, was der Schreiner. Du bist auch ein junger Schreiner. Ja, junger Schreiner, das höre ich gerne. Oh ja, das ist eine Holzverbindung. Ja. Wenn du alles verräumst, dann kannst du quasi hier hinten dir alles reinpacken. Und den Imbus. Das heißt, alles ist verstaut. Alles, was du brauchst quasi, um eben wieder zu arbeiten. Verstaust du alles im Jack selber, packst den einfach auf deine Werkbank und fertig. Das ist super. Genau. Ja, Amerikaner haben was in der Birne. Immer schön verstauen. Wichtig ist, dass der Tiefenstopp hinten anliegt und die Schulter des Bohrers auf der Skala von der gewünschten Materialstärke eben 19, 18 in Linie ist. Aha, okay. Genau, über 1 mm plus und minus. Also sei das heißt es jetzt in dem Fall, ob es jetzt ein 18 oder 20er Holz ist, ist eigentlich vollkommen macht egal. Ah, perfekt. Das geht da nicht so genau. Ah, das ist echt easy, vor allem das in Millimeter, das ist ja schon mal sehr, sehr geil. Ja, natürlich. Und der zweite Schritt ist quasi die Materialstärke hier an der Bohrschablone einzustellen. Dazu einmal hier lösen. Und dann kann ich sie eben komplett rausziehen. Man sieht jetzt hier von 12 bis 38 mm könnte ich hier alles einspannen. Ja. Ich könnte sogar 40 mm einspannen, wenn ich möchte. Okay. Und jetzt in dem Fall haben wir jetzt 19 mm. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Skala auf die Kante. Und dann schrauben das Ganze zu. Da haben wir so Fixierpunkte. Ja, ich sehe gerade, man kann den Jig auch selbst festschrauben. Und ja, sagt, da wäre irgendwo ein festen Jigpoint. Genau, du kannst quasi eine kleine Platte dir bauen, wo du eben das Ganze fixierst. Du nimmst die Platte und hängst es einfach an die Wand. Jetzt war ich schon startklar. Also klar, musst du es irgendwie zum Bohren fixieren oder hält es an du sich? Du musst es nicht fixieren, du kannst es, wenn du möchtest, aber du musst es nicht. Du brauchst einen Bohrer. Oder ich brauche einen Bohrer, den habe ich hier, genau. Vielleicht noch ein Punkt zum Einspannen. Ja, okay. Du hast ja hier verschiedene Markierungen, A, B und C. Mhm. Ist quasi nur eine kleine Hilfe. Wenn du sagst, du hast jetzt schmale Werkstücke, dann würde ich eher B und C verwenden. Ach so. Desto breiter, desto weiter kannst du die Bohrung auseinander wählen. Prinzipiell, wenn du eine Platte hast, 2,5 cm von der Kante und alle 10 cm bis 15 cm, je nachdem. Also dass da mehrere also, Punkte sind. Genau, dass aber mehrere Punkte fixiert. Das war's jetzt, oder wie? Das war's jetzt, ja. Du hast auf jeder Schraubenverpackung und auf diesen ganzen Sets immer so eine Tabelle, wo eben beschrieben ist, wann du welche Schrauben benutzt. Das heißt, hier drin sieht man es ja auch ganz schön. Ja, 13. Materialstärke 19 mm, 32er Schrauben. Ah, okay. Genau. Wir haben jetzt hier eine Fichte, das heißt, wir brauchen 32 mm im Grobgewinde, damit die auch schön greifen kann. Boah. Der ist konisch zulaufend, deshalb hält er auch schon, er ist magnetisch und konisch zulaufend. Das heißt, der ist magnetisch. Der ist leicht magnetisch, ja. Ach, hör mal auf. Ja. Jetzt sind die magnetisch. Wie machen die magnetisch? Ja, du fragst mich Sachen mal. Ja, natürlich. Ich bin das ist wofür da. Das ist Cut. Nein, aber ich kann mal ranzoomen, damit man das konisch sieht. Aber das finde ich natürlich schon geil. So, das läuft wirklich ganz leicht konisch zusammen. Das ist gigantisch. Also das finde ich. Das jetzt plumpst dir niemals raus, auch wenn da quasi kein Magnet drauf wäre auf irgendeiner Schraube, der plumpst dir nicht raus und verreckt nicht. Und du hast ja, ich weiß nicht, auf der Messe hat es der Nike gemacht. Ja, das den genau. CXS ja, quasi. Genau. Wir haben letztens sogar, na ja, gut, nicht den Bosch, aber den ähnlichen, auch mit dem quasi halten können. Ja. Das Gewicht ist wirklich schon bombastisch. Oh, das wirst du aber nicht machen. Ah! Ich. Ah! Hockst dich mal drauf oder stell dich mal drauf. Was wiegst du überhaupt? Na, Cut! Guck mal, 85 Kilo. Okay, hast gewonnen. Hast du gewonnen. Ich wieg 100, warte, lass mich mal. Achtung, Achtung, ich rufe schon mal Nacker. Okay, meine Brüste wackeln. Cut! Okay, ja gut. Also rein von der Stabilität her reicht es im Normalfall vollkommen aus. Also für eine schnelle Stabilität her ist normal kein Argument gegen Taschenlöcher. Nein.
Das einzige Argument wäre jetzt quasi, man sieht es. Ja. Weil ich sage, grob 90% der Fälle kannst du immer alles bauen, dass es eben verdeckt ist. Schnell ist das? Es geht flotter, du kannst es wieder lösen. Wichtig ist zu wissen, das komplette Material ist jetzt kein normales Kunststoff, sondern es ist Glasfaserkunststoff. Also stoß- und schlagfest. Ich kann es auch mal runterschmeißen. Es ist gegen Kälte und Hitze quasi resistent bis zu einem gewissen Grad. Also ich würde sagen, in normalen klimatischen Bedingungen Werkstatt. Ich wollte gerade sagen, hier. Überleben wir es mit dem. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Was denn? Warte. Die Leiste. War das die Leiste? Nein, es war nicht die Leiste, aber es war das Material. Die Leiste gibt es schon nicht mehr. Die Leiste wird sich einfach zugeschnitten und dann. Das ist aber. Also das macht schon Unterschied, ja? Nicht diese Sauerei, aber auf jeden Fall eine Sauerei, ja? Der Stodelbastel schon wieder dabei. Jetzt Rahmenverbindung. Das heißt, wir legen die Hölzer einfach zusammen. Zwingen es am Tisch fest. Mhm. Oder an die Werkbank, je nachdem, was wir eben rumliegen haben. Das reicht schon. So, und jetzt? Wir haben eine lange Verbindung. Das ist immer noch die gleiche. Die 25, ich habe jetzt mehr Material, kann ich jetzt nicht. Das ist jetzt eine 18 mm Fichte. Okay, das heißt. 18, guck mal. Hier, 19, 32 Schraube. Grob oder Feingewinde? Fein. Hart. Grobgewinde bei Weichholz. Ganz genau so ist es. Perfekt. Tja, klack, kaputt. Ja gut. Wenn man will, dann kann man es natürlich machen. Fragen? Hast du Fragen oder Anregungen? Ich wollte eigentlich dich nur quasi informieren, dass wir jetzt hier sind. Ja, dass wir sowas jetzt haben. Haben du das länger? Seit wann seid ihr Markt? Das ist eine interessante Frage. Seit wann gibt es euch? Uns gibt es mittlerweile 30 Jahre. Wow, okay. Also ich habe jetzt echt gedacht, das ist so. Nee, es ist keine Neuerscheinung quasi. Richtig. Wenn es genauso ist, so wow, es ploppt der Markt auf. 30 Jahre am Markt. Entstanden ist das Ganze durch einen Küchenbauer. Ja, der quasi einen Rahmen bauen wollte, schnell und einfach. Ganz klar. Deshalb ist quasi das hier immer so unser Paradebeispiel, wie wir das quasi zeigen können. Mhm. Und der hat es quasi immer weiterentwickelt, weiter und weiter. Ist mittlerweile ein großes Unternehmen in den USA, ein großes mittelständisches Unternehmen. Ja. Familiengeführt, also bayerisch. Das ist immer wieder Iowa, Bayern. Ich sag das, ist wirklich für Bayern. Ja, ist echt so. Also Crack. Sehr viele Parallelen. Ja, ich komme in der Lederhose vorbei, müsst ihr bloß einladen. Da sprechen auch übrigens sehr, sehr viele Deutsch. Aber nicht Bayerisch, war wieder ein Problem. Bayerisch nicht, aber das können wir nicht beibringen. Also ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt ein Crackianer. Oder gibt's für euch ein Wort? Cracktastisch. Boah, das gefällt dir. Cracktastisch. Cracktastisch ist okay. Hashtag Cracktastisch. Ja, das ist gut, ja. Nee, warte mal, dann danke, dass du da warst und dass du mir das Crack-Chick näher gebracht hast. Super, also das ist wirklich was. Ich kann es auch sagen, ich kann es euch empfehlen. Und das ist, wenn eine schnelle Verbindung will. Ja, weil vorher war ich skeptisch. Muss ich wirklich sagen, ich war skeptisch, weil ich gesagt habe, ach komm, nimmst du eine Lamelle und nimmst du eine Nagel oder einfach eine Schraube, stumpf Rahmenschrank, genauso. Aber allein, wie du mir diese Verbindung jetzt gezeigt hast und was die hält, muss ich sagen. Überzeugend. Was die meisten vielleicht auch nicht sehen, ganz kurz, bevor wir es hier schon machen. Wir gehen ja quasi jetzt in dem Fall aus der Längsphase raus. Ja, in die Querphase. In die Querphase. Das ist das perfekte Bild. Und wenn ich jetzt stumpf verschrauben würde, würde ich ja quasi hier die Schraube so reinjagen. Und im Längsholz hält halt lang, also auf die lange Sicht hin, überhaupt nichts. Auch kein Leim richtig. Nee. Das ist sehr geil. Alles klar. Jo. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video und geben weiter, wo wir jetzt auch immer sind. Zurück ins Studio. Da seid ihr wieder zurück im Studio. Cooler Spruch. Kennt ihr das noch? Wochenschau war das, glaube ich, oder? Wochenschau. Zurück zu dir. Zurück zu Glück war es. Zurück zu Glück. Danke, Anke. Ja. Will gar nicht drauf eingehen. Und zwar war es das jetzt wieder. Das war wieder eine Folge. Mensch, Konstantin, es hat wieder megamäßig Spaß gemacht, auch dieses Video zu produzieren, weil es gibt unzählige Szenen, die ihr nicht gesehen habt. Und da wollte ich mal fragen, soll ich generell mal so ein Outtake-Video machen? Würde mich interessieren, ob ihr Bock habt drauf. Also wenn ihr Bock habt auf ein Outtake-Video, dann macht mal oben mit bei der Abstimmung. Outtake-Video ja oder nein? Würde mich interessieren, weil dann würde ich die Dateien nämlich nicht mal alle wegschmeißen, sondern mal aufheben. Und vielleicht kommt ein bisschen lustiges Pannenvideo raus. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Mehr habe ich nicht für euch. Es ist nicht immer bloß Action bei mir. Und deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten
Kanal abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und ich wünsche euch was. Ich sage Servus, euer Konstantin.